Ja, Leute, ich bin's wieder, eure Shoyuki hier und willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed 2. Das letzte Mal haben wir mit unserem Onkel Mario trainieren dürfen, um das Kämpfen genauer zu erlernen, haben aber ihm zugleich auch noch gebeichtet, dass wir nicht unbedingt in Monteriggiano bleiben wollen, sondern nach Spanien ziehen. Das hat ihm nicht so unbedingt so gut gefallen und wir gucken mal, ob wir uns mit unserem lieben Mario auch versöhnen können und ob wir vielleicht, gegenseitig eine Vereinbarung schließen können, dürfen, müssen, wollen, tun. Ich muss ihn erstmal suchen. Unsere Mutter möchte wahrscheinlich nicht mehr mit uns reden. Ich weiß gar nicht, ob das noch geht. Nein, sie bietet einfach nur. Wir lassen sie. Und dafür gehen wir zu unserem Onkel Mario. Der, hier ist? Ich glaube, ich bin falsch, aber ich möchte gerade wissen, wo ich... Nehmen ein Porträt aufdrücken, um weitere Informationen zu erhalten. Bitte was? Uberto Alberti. Dies ist ein Bild des Templers Uberto Alberti, Gonfaloniere di Giustizia von Florenz. Wieso haben die immer so lange Namen gehabt? Und Verräter an meiner Familie. Todesjahr 1476. Hat die Texte nicht normalerweise Sean geschrieben? Wie kann es sein, dass das jetzt gerade in Ezius Schreibweise drin ist? Zwei Schatzkisten. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Es tut mir leid. Die plündern wir einmal. Und dann gehen wir runter. Ich glaube, Marios Büro, sage ich jetzt mal, ist im Erdgeschoss. Und ich war ein bisschen lauchig und bin jetzt gerade hochgelaufen. Aber dafür haben wir wunderschönen Loot bekommen. Und das ist, denke ich mal, nicht so schlecht. Von daher rasen wir nochmal. Nein, rasen wir nochmal runter. Hallo Mama. Und sagen Mario unten dann Bescheid. Hat schon mal gut funktioniert, will ich mal sagen. Ne? Wir haben das Hauskind gelernt. Ist ja nicht so schlecht. Wir hatten bis jetzt noch gar keinen Rundgang. Also es war ein schlechter Gastführer, um ehrlich zu sein. Aber gut, dass wir uns natürlich nie verlaufen. Und Ezio nie an die Wände springt. Und wir das Ratzefatze hinbekommen. Mario. Mario. Onkel! Huch. Du bist nicht Mario. Wo sind denn alle? Sie sind nach San Gimignano, um diese Schlange Vieri zu töten. Ich will dabei sein. Bei den Stellen findet ihr, was ihr braucht. Vieri de Pazzi. Das jüngste Mitglied der zweitberüchtigsten Bankiersfamilie von Florenz. Der Kerl wusste, wie er das Geld seines Vaters ausgibt. Außer seinen Kaufräuschen, die Waffen und exotische Tiere und Kleidung umfassten, war er auch sehr ehrgeizig. Vieri veranstaltete Rennen jeder Art auf Booten, Pferden oder auch Wettläufe. Natürlich alle manipuliert. Nun noch das. Wenn er durch unglaubliches Pech doch mal verlor, lud er die ganze Familie des Gewinners zum Siegesessen ein. Und servierte ihnen ein tödliches Mahl. Sehr, nett auf jeden Fall, würde ich sagen. Glaube ich. Müsste es den Leuten nicht aufgefallen sein, wenn er die erste Familie oder die zweite Familie danach immer umgebracht hat, nachdem man gewonnen hat? Dass der dritte Gewinner vielleicht nicht unbedingt zu ihm nach Hause gehen sollte. Aber in Ordnung. Vieri de Pazzi. Geburtsjahr 1454. Beruf Adliger. Immer noch, ich finde Adliger ist nicht unbedingt ein Beruf, sondern ein Status, aber in Ordnung. Vor der Abreise Maria besuchen. Übung macht den Meister. Synchronisiert. Hatten wir es nicht vorher schon synchronisiert? Anscheinend nicht. Fähigkeit schneller Schritt erlernen. Das konnten wir doch auch. Konter erlernt. Das konnten wir auch. Vorher doch. Fähigkeit provozieren erlernen. Okay, das haben wir nie genutzt. Ich habe wieder vergessen, wie provozieren geht, aber fliehen erlernt, haben wir immer noch keinen Plan, wie das geht. Oder besser gesagt, ich habe keinen Plan, wofür das da ist, aber ja, wenn man es nicht braucht, braucht man es nicht. Mutter. Ezio, schau sie an. Ich bringe sie immer noch nicht zum Reden. Sie verbringt Tag und Nacht vor den Federn, die Petruccio sammelte. Sie kann nicht loslassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Sorge. Sie wird wieder zu uns kommen. Ich weiß es. Federn. Gesammelte Federn in der Truhe in Marias Gemach deponieren. Haben wir denn schon welche? Federn ablegen. Wir hatten tatsächlich welche. Ich weiß nicht, wann ich welche aufgesammelt habe, aber wir haben wirklich welche gehabt. In Ordnung. Ich gehe mal raus.
Ich weiß nicht, ob noch irgendetwas passiert. Das habe ich selber nie herausgefunden. Wenn man alle 100 Federn findet. Ja, ich habe jetzt nicht alle 100 Federn rausgesucht in meiner Zeit. Dementsprechend weiß ich es wirklich nicht. Und das wäre eine Sache, die mich wirklich interessieren könnte. Was passiert, wenn? Das heißt, wenn wir Glück haben oder vielleicht mit Hinweisen sonst aus Not, werde ich mir sonst überlegen, ob wir uns wirklich alle 100 Federn rausholen. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass da sich irgendetwas dahinter verbirgt und wir dadurch, ja, eine Zusatzsequenz oder so haben. Ich bin mir nicht sicher, ich will jetzt nur raten und am Ende wird es wahrscheinlich nicht sein und dann bin ich traurig, aber ein Versuch ist es wert. Trainieren werden wir auch nicht, kaufen müssen wir auch nichts. Der Händler existiert jetzt auch nur noch einmal auf der Karte, das ist schön. Ich habe dafür nichts getan, das ist automatisch passiert. Und wir begeben uns jetzt nach draußen und holen uns ein Pferd, weil wir schon so lange nicht mehr geritten sind. Ja, du bist der Einzige, an den ich gerade rankomme. Das heißt, du bist jetzt auch sofort mein Pferd. Komm mit. In Ordnung, geradeaus und nach links müsste es sein. Das machen wir einmal. Oh Gott, ich bin schlecht im Pferdereiten, ne? Es tut mir auch wirklich leid. Ich hoffe, es gibt hier später Quicksteps, wo man schneller auf jeden Fall vorankommt. Ich weiß jetzt nicht, warum er stehen geblieben ist. Vielleicht deswegen. In die Toskana San Gimignano? Wirklich in die Toskana nach San Gimignano reisen? Ja. Das möchte ich. Wir müssen Mario einholen. Zerbrechliche Gegenstände. Ich konnte den Text nicht zu Ende lesen. Das ging mir ein bisschen zu schnell. Lass mich raten, wir müssen in die Stadt hinein. Ach schön, wir wissen noch nicht mal, wo das alles ist, weil wir keinen Aussichtsturm haben, der uns das zeigt. Ah, toll. Der einzige Aussichtsturm ist da drüben. Oh ja. Geht doch. Denke ich mal. Ich hoffe mal, der Aussichtsturm ist nicht in der Stadt, sondern. Ah, Pfeiltasten. Okay, ich kann vielleicht mit den Pfeiltasten auch steuern. Das ist gut. Sondern außerhalb noch, damit ich daran gut rankomme. Ich versuche erstmal das Ausrufezeichen vielleicht doch zu machen, bevor ich den Aussichtsturm erreiche. Ich denke mal, ich komme danach nämlich nochmal in die Stadt rein und kann da den Aussichtsturm bestimmen. Huch, bestimmen. Ah, Mario. Wie gehe ich runter? Da. Hey. Ezio, was tust du denn hier? Verantwortung übernehmen. Vieri belästigt euch nur wegen mir. Vieri belästigt uns, weil er Templer ist und wir Assassinen. Wie auch immer, ich möchte helfen. Va bene, dann hör gut zu. Zuerst müssen wir einen Weg in die Stadt finden, obwohl Vieri uns scheinbar erwartet. Er hat die Tore verschlossen und seine Männer als Wache geschickt. Glücklicherweise ist die Stadt größer als sein Heer. Das Südtor ist leichter bewacht, also werden wir dort zuschlagen. Ich dachte, Mario würde sich mehr freuen, dass wir uns jetzt geeinigt haben, mit ihm zu kämpfen. Aber in Ordnung, er freut sich bestimmt innerlich. Wie man in den Wald ruft, Mario und seinen Männern beim Attentat auf Jerry de Pazzi helfen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir den wirklich. In Ordnung, wir machen es einfach. Ich weiß es nicht mehr. Das ist ja das Schöne und das Spannende, wenn man einfach mal so dämlich ist und keinen Plan mehr davon hat, was man eigentlich mal vorher gespielt hat, ne? Wir folgen Mario einfach mal. Wir laufen Mario vielleicht sogar vor, weil die NPCs sind irgendwie ein bisschen langsamer als wir. Und ja, dafür kann ich nichts. Wenn sie langsamer sind, sind sie langsamer. Ich habe zwar keinen Plan, wo du hinlaufen möchtest, aber folgen tue ich dir, indem ich Nun schneller. Gut, Ezio, hier ist der Plan. Meine Männer und ich lenken die Wachen ab. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Nimm dir diese Wurfmesser. Erledige damit die Bogenschützen. Bereit, wenn ihr es seid. Dann lasst uns beginnen. Was war das denn? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit den Wurfmessern. Was? Wurfmesser? 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 Achso, warte, Q. Q. Ja, damit können wir ja was bestimmen, ne? Wurfmesser. So, ich habe keinen Plan, ob das ein One-Hit sein wird oder ich mehrmals das machen muss. Ich werde es einfach probieren. Nachdem ich den Text zu San Gimignano gelesen habe. Es wird hundertprozentig falsch ausgesprochen sein, aber ich kann es leider nicht besser. Benannt nach dem heiligen Gaminianus, der angeblich einen dichten Nebel hervorbeschwor, um die Stadt Modena vor Attila, dem Hunnen, zu retten, wurde San Gimignano im 3. Jahrhundert nach Christi gegründet. Die Stadt wuchs als wichtiger Haltepunkt auf dem Pilgerweg nach Rom seit dem 10. Jahrhundert beständig an.
Im Jahr 1199, als die Bürger wohlhabend geworden waren, spalteten sich San Geminiano vom Bischof von Volterra ab und wurden selbst verwaltet. Die für die Stadt so typischen Türme entstanden in einem Wettstreit ihrer reichen Bürger, um zu zeigen, wie viel Geld sie in der Tasche hatten. Zu ihrer Glanzzeit gab es in der Stadt 72 Türme. Aber die Pest von 1348 schwächte San Geminiano stark. Oh Mann, ich will den Namen nicht so oft aussprechen. Ohne Geld für die Instandhaltung begann die Stadt zu zerfallen. Der Stadtrat bat Florenz um Hilfe und Florenz übernahm die Kontrolle. Okay, das sind schon mehrere Bogenschützen. Wurfmesser. Oh oh. Es ist ein One-Hit. Sehr schön. Das ist gut. Ich habe vergessen, erstmal zu markieren. Und dann gehen wir da entlang. Zack. Du hast gar niemanden, ja? Also, ich bitte dich. Hier ist noch einer. Den möchte ich gerne noch bekommen, bevor etwas passiert. Zack. Ich glaube, Wurfmesser sind ab sofort meine Lieblingswaffen. Und der Typ, der hier gegen den Zaun gerannt ist, oder gegen das Gitter, ist nicht mehr da. Schade. So, machen wir mal auf. Dann kommen die direkt rein. Und wir können weitermachen. Mario? Mario! Mario 2. Okay, ich muss mir die 2 merken auf jeden Fall. Oh. Okay. Und jetzt? Gut gemacht, Ezio. Sind drin. Hier lang, ich weiß, ich bin mit euch reingegangen. Mario folgen. Ja, ich weiß nicht, wohin ihr geht. Dass du diese Wachen ablenkst und sie hinderst, Alarm zu schlagen. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um Vieri zum Schweigen zu bringen. Va bene. Warte, Nipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Nur zur Sicherheit. Komm zu mir, sobald du es erledigt hast. Was hat Vieri denn jetzt vor? Ich soll die... Das weiß keiner. Okay. Aber irgendwas macht ihn nervös. Ich mach das mal so. Wie sonst soll man die Patrouillen erkennen? Und auf 2 bin ich jetzt. Wenn ihr folgt. Zack. Stattdessen sind wir seine Kinder. Zack. Man munkelt, dass das neue gibt. Okay, und jetzt kann ich mit meinem schönen, netten. Meiner schönen, netten Versteckenklinge erstmal schön raufputzen. Weg mit denen. Ne? Immer schön rauf. Ich finde, das geht immer so schnell mit der Versteckenklinge. Das ist unglaublich, um ehrlich zu sein. Es tut mir schrecklich leid. Ich weiß nicht, ob das überhaupt gilt. Ich weiß, es ist ein schlechter Move von mir, wenn ich das die ganze Zeit mache, aber es ist so einfach. Oh. Echt, wir haben hier auch so Verfolgungen? Also, Status-Symbol-Dinge? Ich sehe gerade das... Postet das Wanted-Zeichen gerade nicht. Sonst hätte ich es abgezogen. Egal. Egal. Hier soll auch eins sein. Ich sehe keins. Vielleicht links? Nö. Gerade auch? Da. Ja, sag das doch. Sehr schön. War zwar sowieso nicht so viel, aber besser als gar nichts. Ihr müsst nicht hochklettern, aber sehr nett, dass ihr sehr sozial seid und mit mir kommt. In Ordnung. Ich glaube, dann machen wir am besten jetzt schon den Aussichtsturm. Nur, damit wir eine bessere Sicht jetzt auch haben. So. Bleib mal hier. Hast du gerade wo gesagt? Huch. Das habt ihr auch gerade gesehen, oder? Er ist gerade ein bisschen in der Luft geklettert. Lesen. Torre Rocknosa. Der Torre Rocknosa ist mit dem Palazzo Vecchio del Potesta aus dem 13. Jahrhundert verbunden und ragt 51 Meter über San Geminiano hinaus. Der Name ist hundertprozentig falsch bei mir. Podesta, Stadt Vogt, war der Titel, welcher dem ernannten Herrscher vieler italienischer Städte verliehen wurde. Der Palazzo Vecchio war etwa 100 Jahre lang die Residenz des Podesta von San Geminiano, bis er 1337 über den Platz in den Palazzo Comunale zog. Warum brach der Podesta einfach so mit der Tradition? Vielleicht, weil der Palazzo Comunale den höchsten Turm in San Geminiano hat. Turmneid, ein Faktor, den du als Motto für Veränderungen nicht unterschätzen darfst. Immer noch. Der Name kommt so oft vor von dieser Stadt. Sie wissen, dass ich diesen Namen nicht aussprechen kann. Deswegen wollen sie, dass ich ihn so oft nenne. Ja, das ist der einzige Grund.